Ladies and gentlemen, we got him. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Wieder eine spontane Sache, nachdem das andere Video schon gestern kam, nachdem Frontier Development diesen kleinen Trailer veröffentlicht hat, kamen heute schon die ersten Infos. Ich dachte, dieses Video kommt erst morgen, da normalerweise die Patchnotes immer einen Tag nach diesem Twitter-Post auf Englisch erscheinen und dann wiederum einen Tag später erst auf Deutsch. Aber wir haben sie diesmal schon am nächsten Tag auf Deutsch. Welch ein Wunder. Wer das letzte Video nicht gesehen hat, ich schreibe es hier oben drüber in diese Infokarte. Da verpasst ihr das letzte Video nicht. Ihr verpasst übrigens auch nichts, wenn ihr diesen Kanal kostenfrei abonniert. Wäre cool. Dankeschön. Und gerne auch ein Like da lassen. Und einen Kommentar, wenn ihr das Video mögt. Quatschen wir nicht weiter rum, starten wir ins Video. Let's go! Und da sind wir. Wie angekündigt, neues DLC und neues Update. Paket Raubsaurier der Kreide und Update 8 erscheint am 30. November, also, was ist das, nächste Woche Donnerstag? Heute ist der 23. Nächste Woche Donnerstag. Kommt es schon, wir klicken es mal an. Gucken wir jetzt allererstes mal in den Trailer. So, 31. November, schön. Auf die Wishlist packen, gleich als erstes, bestes. Also, wir haben hier einmal 4 neue Saurier in dem Paket Raubsaurier der Kreidezeit oder der Kreide. Womit geht es denn los? Ich werde euch nicht alles vorlesen. Ich packe diesen Link in die Videobeschreibung und guckt selber nochmal rein. Wir haben den Gigantoraptor. Beim Gigantoraptor handelt es sich um den größten bisher bekannten Oviraptorosaurier. So ist die Übergruppe Oviraptorosaurier, der zum ersten Mal im Jahr 2005 in der inneren Mongolei entdeckt wurde. Schickes Ding, ich bin gespannt, wie groß der Unterschied ist wirklich zum Oviraptor. Ob man da auch so eine kleine Herdensimulation machen kann mit verschiedenen Größen. Ihr kennt das schon, Uranosaurus und dann diese kleine Variante, sieht das ein bisschen so mit verschiedenen Größen nach einer guten Herde aus. Utahraptor habe ich sehr Bock drauf, weil ich mir dachte mit dem Pyroraptor, als ich den Trailer gesehen habe, zu damals Jurassic World 3, dass da schon der Utahraptor kommt, dann war es ja aber der Pyroraptor. Bei diesem Fleischfresser handelt es sich um den Inbegriff gefiederter Wildheit. Ich mag ihn. Ich bin echt gespannt, wie der aussieht. Ich habe ihn ja auch in Path of Titans ganz gerne gespielt, den Utahraptor. Mal sehen, welche Farbkombination wir dazu noch erhalten. Concavenator, sprecht ihn aus, wie ihr wollt, ist mir egal. Auch den kenne ich tatsächlich erst seit Path of Titans. Dieser Dinosaurier lebte ursprünglich vor 130 Millionen Jahren in der Unterkreide und wurde zuerst in Spanien entdeckt. Ja, denn dann ist ja der Name wahrscheinlich Spanisch. Concavenator! So würde ich ihn jetzt einfach aussprechen. Ich weiß nicht, ob er der Saurier aus dem Trailer ist. Ich sehe jetzt hier keine Punkte an den Beinen, vielleicht eine andere Farbvariante. Aber ich glaube eher, der Saurier aus dem Trailer, der an uns vorbeilief, war der Tarbosaurus, aber dieser hat auch keine Punkte. Vielleicht in einer anderen Mustervariante. Der Dreizeher würde passen. T-Rex-Variante, wir haben also keinen Nanotyrannus, aber einen Tarbosaurus. Von der Netflix-Serie Jurassic World Neue Abenteuer. Verborgenes Abenteuer von Universal Pictures. Ich habe es, glaube ich, gesagt im letzten Video, dass es auch sein könnte, dass es ein Saurier wird aus der Serie. Aus den neuen Staffeln, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe es auf jeden Fall gesagt, ich weiß nicht, ob ich es rausgeschnitten habe. Amblin Entertainment und DreamWorks Animation direkt in eurem Park kommt jetzt Tarbosaurus, die furchteinflößende Echse. Er sieht ein bisschen komisch aus, dieser große Kopf im Vergleich zu dem Rest des Körpers. Aber ich bin gespannt, was er auch für einen Größenunterschied zum T-Rex hat. Und wir sehen ja diese Stachelreihe. Ich dachte erst, als ich den Trailer gesehen habe, das erste Mal, ist vielleicht doch ein Hybride. Irgendwie diese Giganotosaurus-Reihe an Stacheln und T-Rex-Kombination. Aber nee, ist der Tarbosaurus. Gratis Update 8. Außerdem haben wir am 30. November noch ein gratis Update für euch in petto. Mit dem kommenden Update 8 haben wir einige unglaubliche, spannende Neuerungen für das Spiel, die allen Spielern auf PC, PlayStation und Xbox zur Verfügung stehen werden, sehen wir uns weiter unten mal ein paar der Highlights an. Vorkonfigurierte Layouts. Wir wissen, dass viele von euch es lieben, ihre Parks im Landkastenmodus aus dem Nichts zu erschaffen und jede neue Karte als leere Leinwand zu betrachten, die ihr dann mit euren wunderbaren Designs füllen könnt. Blablabla. Wo geht's denn hier spannend weiter? Diese Layouts stehen euch als Option im Sandkastenmodus und im Modus für benutzerdefinierte Herausforderungen zur Verfügung. Alle von ihnen wurden durch Kampagnen, Herausforderungs- und Chaos-Theorien-Level inspiriert und verfügen bereits über platzierte Wege, Gebäude und Gehege.
ihr werdet die vorkonfigurierten Layouts für folgende Karten nutzen können. Das sind die Karten, für die ihr vorkonfigurierte Layouts nutzen könnt. Isla Nublar 93, San Diego, Isla Sorna, Isla Nublar 2015, Arizona, Washington State, Oregon, Kalifornien, Vereinigtes Königreich, Sierra Nevada, San Albertus, San Marie, San Regidius. Ja, hier steht noch, welches DLC man braucht für diese unteren vier. Wo ich mir die Frage jetzt stelle, gibt es für jedes dieser Maps verschiedene Layouts? Kann ich immer nur ein Layout anwenden? Gibt es vielleicht für alle die gleichen 4-5 Layouts und die sehen auf allen Maps gleich aus? Sind sie angepasst an die jeweilige Erweiterung, zum Beispiel Malta, dann eher die Malta, Gebäude, Dekoration etc.? Sind es wirklich nur Wege, Gebäude, Gehege oder sind auch schon Dekorationen gesetzt? Ich bin gespannt, wie das Ganze aussieht. Ist eine sehr coole Idee, vor allem wenn man vielleicht Isla Nublar 93, Isla Nublar 2015 schon diese vorgebildeten Parks hat. Vor allem, ich erinnere mich an den Park aus der Chaos-Theorie zu Jurassic World 2. Jurassic World 2, glaube ich, wo die Insel kaputt geht, wo man sie wieder aufbaut. Ich glaube, Jurassic World 2 war das, die Chaos-Theorie. Oder Herausforderung. Ich weiß es nicht mehr. Nagelt mich drauf fest. Es war auf jeden Fall sehr geil und der Park stand schon da. Also der Original Jurassic World Park von Jurassic World stand in einer der Chaos-Theorien oder Herausforderungen schon 1:1 so da, den man immer dann probiert nachzubauen. Oder viele, wie ihn eben viele probieren, nachzubauen. Ich bin gespannt, was die Layout-Sache mit sich bringt. Klingt sehr geil. Dann haben wir neue Dekoration. Kann ich dieses Bild heute größer machen? Woo! Wichtige Sache. Oh, das ist der Taubo, Saurus. Okay, ich sehe hier schon mal Folgendes. Hier sind noch Liegen, die haben wir gestern noch nicht gesehen. Mülleimer, auch neu. Also grüne Mülleimer, Mülltonnen. Hier steht wieder so ein kleiner Mülleimer, ein bisschen verpixelt durch die Ranzoomung. Ranzoomung, hier ist nochmal dieser Mülleimer. Die Picknickbänke, nochmal einzelne, ja, von diesen Picknickbänken, Bierbänken in weiß, wie auch immer. Aber diese Parkbank von gestern sehe ich leider gerade nicht. Hier sind nochmal diese Liegen. Wir haben hier einen neuen Springbrunnen, ja, ganz klar. Der Springbrunnen, ich bin mir nicht sicher, ob der neu ist. Weil dieser T-Rex, also weil dieser Spinosaurus-Schädel, nicht T-Rex, Spinosaurus-Schädel, einmal zu oft in diesem Park vorkommt, wenn man das da verändert und dort verändert und diese Dekoration, also den Eingangsbereich der Einrichtung verändert, kommt auch immer dieses Spinosaurus-Schädel, dann ist er da mal dabei, dort mal dabei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieser Springbrunnen schon drin ist oder ob er neu ist. Aber er sieht gut aus. Ich glaube, er ist neu. Ja, wie gesagt, der ist neu, Mülltonnen neu. Und ich weiß nicht, ob die Bänke, die wir gestern gesehen haben, die für mich aussahen wirklich wie Parkbänke. Also links ein Stein, rechts ein Stein und eine Holzplatte oben drüber. Ob ich mich da verguckt habe oder ob das die sind, also ob ich mich verguckt habe und das die sind oder ob es verschiedene Arten von einzelstehenden Bänken gibt. Bin ich mal gespannt. Hier sind auf jeden Fall diese Blumentöpfe, die ich gestern angesprochen, analysiert habe. Also die sind auf jeden Fall neu. Ah, und hier, man kann es so leicht erkennen. Hier, hier. Und hier sind diese anderen Parkbänke. Okay, also wir haben anscheinend diese Parkbänke und dann diese, ich sag mal, Bierbänke in weiß und das dazu. Ob das jetzt hier getrennt wird nochmal, aber also ob man Tische und Bänke hat und man das separat stellen kann oder ob es Bänke gibt als eine Dekoration und dann einmal Bänke plus Tische, werden wir sehen. Und mal gespannt, was noch so kommt. Wir gehen zurück auf 100%. Sehr schöne Sache. Und wir haben hier schon mal stehen. Also verziert euren Park mit den neuen Mülleimern, Bänken, Blumentöpfen und Springbrunnen, um nur ein paar der Neuerungen zu nennen. Also es werden wohl noch mehr neue Dekorationen kommen. Mal sehen, was da noch dazu kommt. Die neuen Dekorationen können für alle Baustile und Epochen verwendet werden, so dass ihr euren Park auf jeden Fall mit ihnen aufwerten könnt. Okay, da bin ich gespannt. Änderungen im Aufnahmemodus, jetzt für mich jetzt nicht so wichtig. Neue Saurier-Varianten, Allosaurus. Ah, das ist auch, was ich gestern gesagt habe. Vielleicht kriegen wir einfach nur einen neuen Skin. Aber wir kriegen neue Saurier und neue Skins. Ja, ganz recht, in Update 8 erwarten euch einige unglaubliche neue Spezies-Varianten. Allosaurus 2022, Dimorphodon 22, Pteranodon 2001, Brachiosaurus 2001, Stegosaurus 1997. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe schon so ein bisschen Footage gesehen von den, also Bildmaterial von den Varianten. Der Pteranodon von 2001, also die 2001-Variante, sieht richtig geil aus. So viel hatte ich euch schon mal gesagt. Es kommt sowieso ein Video. Wenn dann alles raus ist, ich das DLC angeguckt habe, ein bisschen was vorbereitet habe, kommt sowieso wieder ein Video. Ich weiß auch nicht, woher die Bilder schon stammen, die ich jetzt schon gesehen habe in den Videos, die ich geguckt habe, seitdem das hier raus ist. Ich glaube, das ist jetzt seit 3 Stunden draußen, 4 Stunden die Seite aktualisiert. Hab keine Ahnung, woher das kommt.
Aber ich habe schon ein bisschen was mehr gesehen, weil ich dann auch wieder der ein oder andere schon Zugriff darauf. Guckt im Internet, findet ihr ein bisschen Bildmaterial, Evolution Square, Best in Shot etc. Die großen Dinosaurier-YouTuber haben da schon wieder ein paar mehr Einblicke. Keine Ahnung woher. Wie gesagt, wieder ein spontanes Video, mache ich eigentlich nicht. Aber mir gefällt's. Ich hatte Spaß gestern am Video. An Vorbereitung habe ich auch Spaß, aber es hat gestern auch Bock gemacht. Deswegen jetzt hier das nächste spontane Video. Zusätzliche Features. Das Gratis-Update 8 hat noch viele weitere Features und Änderungen zu bieten. Darunter eine Durchmischung der Spezies-Freischaltung, durch welche die Reihenfolge teilweise per Zufall entschieden wird, in der die verschiedenen Spezies im Technologiebaum für benutzerdefinierte Herausforderungen wie auch den Sandkastenmodus freigeschaltet werden. Heißt für mich, diesen Speziesbaum, den man kennt, man schaltet Parasaurolophus frei, danach den nächsten Entenschnabel, dann und dann irgendwann Brachiosaurus, ist jetzt mixbar und man könnte beispielsweise, wenn es ja per Zufall generiert wird, als allererstes den Brachiosaurus freischalten. Ist ganz cool, vor allem für benutzerdefinierte Herausforderungen. Ich mag immer so ein bisschen randomized, also so zufällig generierte Herausforderungen, das ist ganz cool. Das Rudeljagdverhalten, wodurch bestimmte Raubsaurier gemeinsam mit anderen Tieren derselben Spezies auf Beutejagd gehen können. Und außerdem automatisierte Brutstätten, in denen ihr eine bestimmte Bestandsgröße für einzelne Tierarten festlegen könnt, die von der Brutstätte aufrechterhalten wird. Das ist sehr geil. Zwei Gründe, die mir dazu sofort einfallen. Man hat wieder eine Bewandtnis, eine Brutstätte an jedes Gehege zu stellen und nicht immer Brutgehege und PR-Lüft freilassen, sondern Brutstätte ans Gehege, Spezieszahl einstellen. Dann hat man wirklich wieder diese Pflicht-Beef aus früheren Spielen, Jurassic World, Evolution 1 und vor allem Jurassic Park Operation Genesis. Jedes Gehege braucht eben diese Brutstation oder macht es einfacher dann. Sonst musst du dann eben betäuben und dann transportieren. Aber ist auch abhängig davon, ob ich die Brutstätte einfach irgendwo in den Park stellen kann, dann aktivieren kann. Ich möchte so und so viele Saurier der und der Spezies im Park haben und dass dieses automatische Freigeben nicht per Airlift funktioniert. Würde das per Airlift funktionieren, dann kann man natürlich das auch trotzdem lassen und die Bewandtnis einer Brutstation an jedem Gehege fällt wieder weg. Fände ich ein bisschen schade, weil, ja, Nostalgie, ich bin damit groß geworden, an jedes Gehege eine Brutstation zu stellen. So, war so mein Aufwachsen mit Jurassic Park Operation Genesis. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das genau funktioniert wird. Ist aber grundsätzlich eine coole Funktion. Der zweite Punkt, man kann jetzt dieses freilebende Dinosaurier-Dasein simulieren. Man kann immer wieder machen, ich mache eine Herde davon, eine Herde davon, eine Herde davon, eine Herde davon, lass alle Besucher weg, im Sandkasten logischerweise. Und wenn dann irgendein Teil einer Herde gefressen wird, produziert mir die Brutstätte sofort Saurier nach. Deswegen glaube ich eher, dass es in die Richtung geht. Mal sehen, mal sehen, wie das funktioniert. Aber nicht zu viel spekulieren. Der andere Punkt, Raubsaurier gemeinsam mit anderen Tieren derselben Spezies auf Beutejagd. Weiß ich nicht, was mit dem Rudeljagdverhalten da jetzt umgestellt werden kann. Mal sehen. Die vollständige Änderung und Neuerung des Gratis-Updates 8 könnt ihr euch in den Patch-Hinweisen durchlesen, sobald das Paket Raubsäure der Kreide und das Gratis-Update 8 am 30. November veröffentlicht werden. So, ich bin gespannt, was dazu noch kommt. Es ist ja immer bloß so eine kleine Übersicht. Ganz schicke Sache. Ich freue mich vor allem auf den Utahraptor tatsächlich. Den Conservator, den finde ich eigentlich, ist auch ein geiler Saurier. Als ich ihn das allererste Mal gesehen habe, dachte ich mir, das ist doch kein echter Saurier. Welcher Saurier hat schon so ein Segel? Und dann dachte ich mir, ey, warte mal, der Spinosaurus hat auch ein Segel. Vielleicht gibt es da auch eine Verbindung. Naja, mal sehen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Zweites spontanes Video. Zwei Tage hintereinander. Hat Bock gemacht mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein!